Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar dachte ich mir, ich nutze heute mal die Energien und wir schauen mal rein, was der Neumond für uns hat am Sonntag, was da auf uns zukommt, auf was wir uns da freuen dürfen. Ich verbinde mich dann mal kurz und dann schauen wir mal rein. Also ich sehe, wie jemand einen Pokal hochhält und sich feiern lässt und sich selber total freut. Der weint da wieder total und kann es nicht fassen. Und ja, so richtiges Freudenfest ist das. Der hat gewonnen, der hat einen Sieg errungen. Jetzt schwirbeln überall Luftballons rum, also der hat die Leichtigkeit auch gefunden. Ganz bunte Luftballons, also der lebt sein buntes Sein. Danach geht er in sich und sitzt wie so ein Buddha da und meditiert. Da laufen auch wieder ganz viele Tränen runter. Aber das sind gute Tränen, also Freudentränen. Tränen sind eh immer gut, die reinigen. Und dann schlaft er glückselig ein. Okay. Also, mir gefällt's, was ich da sehe. Also zuerst, wie gesagt, wirst du wahrscheinlich in einem Bereich deines Lebens erkennen, dass du da einen. Also da wirst du was erreichen, da wirst du an einen Punkt kommen, wo du einen Sieg davonträgst, wo du dich quasi freust und wo die Menschen sich mit dir freuen und wo du quasi wirklich glücklich bist, dass du das jetzt geschafft hast und wo du so einen Punkt in deinem Leben, so eine Stufe einfach wieder erreicht hast, wo du sagst, jawohl, jetzt geht's mir gut. So, dann das mit den Luftballons, wie gesagt, die stehen bei mir für Leichtigkeit und dem, das bunt waren, traut sich der quasi voller Leichtigkeit alle seine Facetten leben und hat da keine Angst mehr, dass da irgendwie dann schlechte Erfahrungen sich wiederholen, weil das konnte er dann ablegen und wirst dann eben auch du ablegen können, dafür sorgt der Neumond. Und ja, anschließend dieses Meditieren, dieses oh, tief in sich gehen und boah, jetzt halt direkt Gänsehaut, tief in sich gehen und dann atmet er so und dann spürt er so, dass das eh alles von ihm ist und dass das alles er ist und dass er das quasi ganz allein jetzt geschafft hat und die Kraft spürt er so richtig und die Power und jetzt sehe ich ja gerade wieder oranges Licht, das ist bei mir die Kraft und die innere Stärke und da spürt er jetzt so richtig, wie was er eigentlich, wie stark er eigentlich ist. Und dann fangen wir halt so voll zum Weinen an, das reinigt dann nochmal die Seele, das ist sehr gut. Und das ist aber einfach vor lauter Zufriedenheit und vor lauter innerer Harmonie und Leichtigkeit und fließen lassen und alles Schöne eigentlich. Und ja, dann schlaft er ganz glückselig ein, also dann kann er wirklich loslassen und gibt sich am Leben hin. Und hat keine Angst mehr vor morgen oder vor dem Unbekannten, sondern er ahnt, wo es hingeht. Er weiß, es geht jetzt in eine andere Richtung, weil er es gerade eben erlebt hat. Und dann kann er so völlig entspannt und ruhig und gemütlich einschlafen. Und ja, da erholt er sich dann auch erst einmal. Also vermutlich wird dein Körper dann auch wieder ein bisschen nach Ruhe verlangen, gönn sie ihm, weil solche Entwicklungsstufen und sowas, das ist vielleicht auf der Bewusstseinsebene schnell geschafft, aber der Körper, der braucht ein bisschen länger, weil der ist ja ein bisschen träger. Der ist ja ein bisschen fester, sonst würden wir uns ja nicht sehen, wenn wir da genauso hochschwingend wären wie vom Bewusstsein her. Und ja, auf jeden Fall gönnt er deinem Körper dann auch wieder die Ruhe, die er braucht und die Kraft, um das alles wieder zu verarbeiten. Ich sehe jetzt da gerade Montag, Dienstag wird das auf jeden Fall Slow Down heißen. Also komm runter und gönn deinem Körper die nötige Entspannung
Und dann kannst du auch wieder Vollgas geben, aber hör da auf deinen Körper, wenn der sagt, jetzt brauchen wir Wusa, jetzt brauchen wir ein bisschen ruhiger. So, also ich kann euch jetzt da, ich sehe da, wie gesagt, bunt, leicht, einen Sieg und die innere Zufriedenheit und Ruhe und es passt zum Wochenausblick, weil da habe ich es ja auch schon gesagt, dass eben so eine Bewusstseinserweiterung gerade stattfindet und dass man wieder eine Stufe höher kraggeln dürfen und klettern für die Nicht-Bayern oder Österreicher. Und ja, der Neumond bringt genau diese Energien. Du kannst es vielleicht heute schon spüren, das ist ganz unterschiedlich. Ich sage, ich bin halt wie frisch geschlüpft irgendwie mit dem Portaltag. Das ist, also bei mir gingen die Energien immer ziemlich nah. Und der Neumond, der wird spätestens, also wie gesagt, jetzt mit dem Portaltag, heute haben wir Donnerstag, ja, du kannst den heute auch schon spüren oder ab morgen dann. Und das zieht sich dann einmal so um ein paar Tage vorher und ein paar Tage nachher. Aber genießt es und dann gönnt es eurem Körper entsprechend Ruhe. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach, ihr habt jetzt die 2 Portaltage auch gut mitnehmen können und habt da gut was für euch, ja, für eure Entwicklung tun können. Und ja, da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie es euch da so geht jetzt mit den Portaltagen, weil ich finde, dass die derzeit einfach hochenergetisch sind und es auch an mich pushen, ich brauche viel weniger Schlaf, ich bin da irgendwie immer so völlig. Ein bisschen hibbelig vielleicht auch, ja. Aber da mich mal interessieren, wie ihr da das Ganze jetzt gerade so erlebt. Und ansonsten wünsche ich euch dann schon mal ein wunderschönes Wochenende und ja, einen wunderschönen Neumond am Sonntag. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und persönliche Readings wie immer unter seelensarbeitmail.de. Meine Facebook-Seite ist auch wie immer unten verlinkt. Da dürft ihr mich auch sehr gerne besuchen, da freue ich mich auch. So, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für jedes Abo und jedes Like. Ich freue mich und ja, wir hören und sehen uns. Tschüss!